Moin moin liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppy und heute möchte ich mit euch ein wenig den Battlefield 3 Launch Trailer zu Aftermath thematisieren und außerdem, was ihr dazu sagt, warum die PS3 das früher bekommt als all die anderen. Die PS3 Premium Leute, muss man dazu sagen. Ich habe leider nur Bilder für euch, weil der Trailer in bewegter Form gibt es natürlich nur von EA hier auf YouTube. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Guckt den euch auf jeden Fall an. Der ist richtig geil gemacht. Aber hier schon mal so ein paar Impressionen, die wir auch ein bisschen analysieren. Und am besten fände ich, wenn nicht ich sage, was ich dort sehe, sondern was ihr sagt, was ihr dort seht. Damit wir alle wirklich die besten Infos heraussammeln könnt. Also guckt euch die Bilder ganz genau an. Was seht ihr? Was fällt euch auf? Und schreibt uns auch, welche Minute. Ansonsten würde ich halt gerne auch von euch wissen, was sagt ihr dazu? Also die PS3 Premium-Leute bekommen das jetzt am 27. November und die PC- und Xbox-Leute erst Anfang Dezember, die Premium-Leute, die nicht Premium-Leute sogar erst ein bisschen später. Ist es überhaupt notwendig, sowas? Ich meine, ist es nicht noch zusätzlicher praktisch Hass in die Community gestreut, die ja sowieso schon immer zwischen den ganzen Konsolen und Plattformen sich irgendwie kappelt und sagt, das ist besser oder das ist besser? Also ich weiß nicht, ob das, klar, es hat sicherlich einen Grund, die PS3, glaube ich, war ein bisschen vernachlässigt am Anfang, was Battlefield 3 angeht und deswegen versuchen sie halt durch solche DLC-Vorveröffentlichungen ein bisschen was rauszuholen, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das so günstig ist, weil ich meine, wir sitzen jetzt alle da, die PC- und Xbox-Leute, auch YouTuber am Ende und sind ein bisschen, benachteiligt. Muss ja eigentlich nicht sein, weil wir haben uns doch eigentlich alle gerne und wollen doch eigentlich alle das richtig geile DLC spielen. Was ist neu dabei? Natürlich neu modifizierte Fahrzeuge. Am wichtigsten natürlich der Crossbow mit verschiedenen Bows. Ne? Das ganz hübsche Geschichten. Und natürlich eine Erdbeben-Map. Also wir von den Supersuchtis, wir freuen uns schon, können natürlich leider erst mit PC und Xbox zocken. Aber dann auf jeden Fall mit Gameplay. Eure Meinungen bitte in die Kommentare.